Mein Name ist Ali und ich habe viele Freunde. Zum Beispiel Äpfel, Tomaten, Pflaumen, Ananas, Auberginen, Gurken, Möhren und früher mal der Grieche da hinten. Ach, Christe! Es ist Zeit, dir was zu geben. Ich kann Cora nicht umbringen. Alim, wenn du willst behalten Laden, musst du Grieche töten. Weißt du, mein Problem ist, also du stehst da oft vor deinem Laden und guck ab und zu mal rüber. Wenn ich versuche dich zu grüßen, dann drehst du dich um und rennst in deinen Laden rein. Und mein Großvater will kochen. Und wie? Ich meine, wer soll nicht? Ich. Mein Vater hat immer gesagt, immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Wo ist deine Mama? Die hat mich doch zu dir geschickt. Was? Sie hat dich zu mir geschickt? Wie heißt denn die, deine Mama? Mama. Aha. Mal zu, Kleiner. Juri. Ja, Juri. Ich habe zufälligerweise gerade selber was Wichtiges zu tun. Deswegen bringe ich dich jetzt nicht zur Schule. Klar? Hat die Schule nicht sowas wie eine Aufsichtspflicht? Sind Sie Juris Vater? Nein, der bin ich nicht. Dann lassen Sie mich bitte meinen Unterricht vorbereiten. Wo kann Juri denn sein? Ich verpasse meinen Termin wegen dir, weil ich dich zur Schule bringe und dann haust du ganz einfach ab. Deine Mutter hat sich auch in Luft aufgelöst. Ich war bei euch zu Hause. Wo kann deine Mama denn sein? Kann ich nicht einschlafen. Was? Du musst mein Männlein holen. Ohne euren Schlüssel kann ich gar nichts holen. Aber wir haben doch einen Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel. Ich hole einen Schlafstoff hier, meine Regale auf. Morgen schmeiß ich raus, so schimpf ich dir. Haben Sie meine Tabletten gesehen? Nee, wieso?